Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute gibt es noch wieder ein paar Highlights aus dem Stream. Wir haben versucht, das Aspect of the Endsaw zu craften und im Auktionshaus auf die ganzen Rüstungsteile der Ender-Rüstung zu bieten. Seid gespannt, was wir dort alles erreichen, wie viele Sachen wir letztendlich bekommen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Das Inventar mal wieder. Ich brauche noch 3 Enchanted Ender Pearls. Blaze Rods. Wie viel braucht man dafür? Blaze Powder. Hier schon Blaze Rods drin. Ender Dragon Fight. Jawohl. Dragon Fight. Werde ich einfach direkt weggestrikt. Was soll ich denn da machen? Ich komme zum Glück instant rein. Ich habe wieder Fragmente bekommen. Ist hier noch etwas? Ich glaube, die Armor wird immer unter den Besten aufgeteilt. Hab ich gemacht. 1.300. Das geht. Habe ich bekommen. Unstable Dragon Fragments. Ist das für mich? Clay Minions. Oh, nice. Oh, ich kann nur 10 platzieren. Welches brauche ich denn gerade nicht? Glowstone brauche ich eigentlich gerade nicht. Aufheben, dann packe ich hier mal die Minion-Kiste. Kommt ein Clay-Minion hin. Und du kannst es eigentlich behalten. Und dann kannst du mir das nämlich craften. Nimm mal die Enchanted Eye of Enders zurück. Ja, genau so. Und Teleporter, nice. Dann habe ich jetzt das Aspect of the End Sword. Das müsste nur noch ein bisschen enchanten. Das auf jeden Fall schon mal weg wieder. Ah, nice. Jawohl, da ist es. Dann gönne ich mir einmal den Trank rein. Sind die Teleportblöcke eigentlich teuer? Dann dorthin.
dann hier changed wollte ich gar nicht. Southwest, Northwest, Play Direction. Hier nehme ich das Rote, richtig war. Ach so, ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich, so müsste es ja auch funktionieren. Ah, genau so. Ja. Jetzt kann ich mal gucken, was bringt mehr? Enchanted oder im Prinzip reine Cobblestone? Kommt für Enchanted Cobblestone 320 Coins. Für den Rest komme ich 640. Das heißt, es ist haargenau das gleiche. Macht absolut keinen Unterschied, ob ihr enchanted oder nicht enchanted verkauft, zumindest bei Cobblestone. Endingshuhn Rüstung. Schuh für 15.000. Ender Boots für 13.000. 800 Coins. Nick 580. Auf alles? Godly, alles Godly. Die Chestplate ist auf jeden Fall gut, oder? Maximal 40. Okay. Ich müsste schon die ersten Sachen wieder zurückbekommen. Und die Ender Boots. Ended. Collect Auction. Bits. Zu teuer. Hab ich auf jeden Fall rüber. Hose 56.000. Ender Helmet 38.000. Beides zu viel. Die Boots würde ich eigentlich ganz gern. 2 Minuten noch dafür. Der geht noch. Der hat geendet. Heißt, einmal wieder ein komplett neues Set könnte ich drauf bieten. Hi, an Equal TV. 30.000, okay. Muss ich noch ganz kurz warten, bis ich das zusammen habe. Hier drauf. Bitte Mount mache ich 30k. Wann kommst du das? Was hast du hier gebaut? Du hast dich eingesperrt. Gefangen. 100 Coins pro Kill. Warum spawnen die genau hier drin? Wie hast du das hier gebaut? Talisman droppen, was du für 100k verkaufen kannst. Okay, das ist krass. Du bist wahrscheinlich in der Forging Collection, nicht Spruce-Wood, sondern Dark Oak Wood. Roofed Forest Island safe. Hast du ein bisschen Glas? We'll be right back.
tracking.